So, hallöchen zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir machen weiter mit einer Figur von Papo. Und zwar haben wir hier die Nummer, vielleicht kann man es sehen, 55056, den Caprosuchus. Hier noch verpackt, hol ich gleich mal aus der Tüte raus. So, okay. Den Burschen wollte ich mir jetzt mal genauer anschauen. Und was ich als erstes sehe, ach Gott, Papo, leider sieht der nicht ansatzweise, was die Bemalung angeht, so aus wie im Prospekt, wie auf den Produktbildern abgebildet. Er ist viel, viel dunkler. Die wunderschönen Details, die man im Produktbild sieht, ich blende es ja mal kurz ein. Ja, die sind hier leider nicht ganz so schön zu sehen. Man findet schon, aber man muss da schon ganz schön viel abstreichen, um an dieses Produktfoto hinzukommen und zack, wieder weg. Guckt es euch an, dann wisst ihr, was ich meine. Ja, es ist schon alles sehr grob gemacht. Ich vermisse die Feinheiten seitlich und so weiter und so fort. Ist ein nettes Kerlchen, kommt hier in der Kunststoffform, damit es die Beine nicht verzieht. Das finde ich klasse. Den Zettel hier mache ich gleich weg. So, zum Caprosuchus. Ich will hier eigentlich gar nicht viel erzählen, aber man hat ja noch ein bisschen Wissen im Hinterkopf. Wenn ich hier mal ab und zu was Falsches erzähle, seht's mir nach. Ich bin jetzt nicht der Experte, aber ein paar Sachen sind doch noch hängen geblieben. Wie zum Beispiel, Caprosuchus war ein Krokodil aus der späten Kreidezeit. Genauer gesagt, der Oberkreide. Und ich denke mal, er hat so in etwa 95 Millionen Jahre vor dem heutigen Video gelebt. Man vermutet, dass dieses Teil hier bis zu 6 Meter lang wurde und der Name Caprosuchus, wenn man die Zähne hier anguckt, ja, das erinnert vielleicht ein bisschen an ein Wildschwein und das hat man aus dem Griechischen abgeleitet. Dort heißt das Ganze Kapros und übersetzt würde das Ganze dann Wildschwein-Krokodil heißen, ne? Ist doch nett. Wunderbar. Gut, also, bevor wir hier das Ganze genauer angucken, die Pose ist schon mal klasse, da kann man überhaupt gar nichts sagen. Finde ich sehr außergewöhnlich, vor allem steht er hier wirklich auf allen Vieren. Also sehr agil das Ganze und hat auch eine nette Größe inklusive Details, was das Modell hier angeht, zu bieten. Wir haben hier eine Länge von, ich würde mal sagen, knapp 22 cm und am Schwanz gemessen von der Höhe komme ich auf 10,5, nicht ganz 11 cm. Das kann natürlich bei eurer Figur schwanken, da wir es hier mit Plastik zu tun haben und das hier kann sich unter Umständen im Laufe der Zeit auch verbiegen. Ja, lässt sich übrigens nicht verstellen. Die Pose ist ganz einfach so. Das Einzige, was ihr hier bewegen könnt, ist tatsächlich das Maul. Und auch mal was anderes wie sonst. Ihr könnt den Oberkiefer nach oben drücken. Ne? Dann kann er richtig schön weit das Maul hier aufsperren und es sieht wirklich spektakulär aus. Also das ist ohne Frage einfach nur fantastisch umgesetzt. Ne? Wie schon gesagt, was mich hier halt leider Gottes sehr enttäuscht, ist die Bemalung und vor allem, dass ihr hier Gussnasen seht. Kann man das sehen? Hier unten läuft eine Gussnase entlang bis ganz nach vorne. Ja, hier geht's auseinander. Also das ist nicht gerade das, was ich von Papo erwarte und auch die Bemalung, auch wenn sie so gesehen klasse ist. Sie kommt nicht an das Bild, kommt nicht an die Vorlage. Ich blende es hier einfach zum Spaß nochmal ein, guckt es euch an. Viel heller, viel klarere Farbabgrenzungen, schöne Details zu sehen. Das, was ich hier vor mir habe, swutsch, ist halt einfach so was Verwaschenes aus allen möglichen dunklen Farben. Ja, und die paar weiße Flecken hier ziehen das Kind dann auch nicht mehr aus dem Brunnen. Ja, also das haben sie ein bisschen verkorkst, zumindest bei meinem Modell hier, was ich bekommen habe. Hinzu kommt halt auch, dass die Zähne nicht wirklich so bemalt wurden, wie ich es mir gewünscht hätte. Ihr seht hier und da Farbschmierer. Ja, hier zum Beispiel sieht man ganz deutlich, links läuft es auch auf die Haut, auf die Schuppen von diesem Wildschwein-Krokodil. Naja, okay, also es könnte schlimmer sein. Sagen wir es doch mal so, ne? Ich sehe es positiv. Es könnte noch schlimmer sein, von dem her will ich hier nichts sagen. Auf jeden Fall habt ihr es hier mit einem wirklich schönen Modell zu tun. Ich hätte es mir gern vielleicht sogar noch ein bisschen größer gewünscht. Dann wäre es wahrscheinlich noch beeindruckender gewesen, ja? So Viecher erinnert mich halt immer an Lizzie aus Rampage. Ich liebe Lizzie. Ich habe es normalerweise nicht so mit Krokodilen, aber wenn sie ein bisschen sowas Monsterhaftes haben,
dann gefällt mir das umso besser. Ja, und der Kerl hier, der Caprosuchus, hat einfach was Monsterhaftes, finde ich klasse. Viele mögen den gar nicht zu ihrer Dinosaurier-Serie dazustellen. Er ist ja auch kein typischer Dinosaurier, aber es gehört halt nun mal in die Zeit. Ich meine, 95 Millionen Jährchen ist ja auch was. Von dem her. Gut, dann lasst uns hier wieder vielleicht mit dem Kopf hier beginnen. Einfach mal ein bisschen näher vor die Kamera halten, damit ihr auch die schönen Details hier seht. Denn die sind wirklich klasse gemacht. Alleine schon der obere Teil des Kopfes. Guckt euch das an. Die Schuppen, vor allem die Details in den Schuppen, überzeugen dich auf ganzer Linie. Ne? Ihr seht's. Die Schuppen sind so ein bisschen eckig gestaltet und darin auch noch kleine Punkte, Flecken. Also ganz, ganz toll. Sieht sehr natürlich aus, wenn ihr mich fragt. Die Augen haben sie ja goldfarben gemacht mit einer schmalen schwarzen Pupille. Das ist super. Gold kommt immer gut. Wirkt recht lebendig, wenn ihr mich fragt. Und guckt euch die schönen Details um dieses Auge hier an. Der Wahnsinn, ne? Auch hier diese Hornplatte auf dem Kopf, wirklich wie bei Krokodilen, auch die ganze faserige Aufteilung, wie es scheint, ist super schön gemacht. Noch ein Blick von dieser Seite drauf. Ne? Der Oberkiefer wurde super angesetzt, also es fällt wirklich kaum auf, wenn er das hier bewegt. Das ist schon richtig, richtig toll umgesetzt. Hier die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer, ganz grob gestaltet, aber die Farbe auch gut gewählt, Gott sei Dank kein knalliges Rot oder sowas. Ja, wir haben hier ein richtig dreckiges, schmutziges, ins Braun gehende Rosa. Ihr seht hier auch, der Gaumen oben wurde ein bisschen bearbeitet, schön gemacht. Die Zähne wurden auch hier gut angesetzt, einzeln modelliert, stehen in unterschiedlichen Höhen hoch, so wie es auch sein soll. Ich sage ja, dieses Creme, was sie hier benutzt haben, wurde nicht ganz so sauber aufgetragen. Hier und da ein paar Schmierer zu sehen, gerade hier unten. Das ist natürlich auch von Figur zu Figur verschieden, aber man kann es angucken. Natürlich hätte man die Zähne noch ein bisschen spitzer machen können, aber denkt immer dran, wir haben es ja mit dem Spielzeug zu tun. Entsprechend gut und positiv fällt auch hier mein Urteil aus. Ne? Also es ist schon fantastisch, was Papo hier wieder rausgebracht hat. Ja, drum sei es Ihnen verziehen, dass die Bemalung jetzt nicht ganz so Hammer wurde, wie auf der Abbildung zu sehen. Denn man hat hier schon wirklich mit viel Farben gearbeitet. Ihr seht hier diese dunkle Farbe, dann hier am Kiefer eher ein bisschen hellgrau zu finden. Auch hier seht ihr schön, die Details in den Schuppen wurden also nicht übermalt. Ja, dann auch der Übergang vom Kiefer in den Hals, schön faltig, schön fett, dick. Das weiß sehr gut zu gefallen. Die Hautfalten wirken absolut natürlich. Nicht ganz so natürlich wirkt diese Gussnase, die ihr hier seht. Das kapiere ich halt wirklich nicht. Also wo ist denn die Qualitätskontrolle? Ganz ehrlich. Die haben irgendwie wieder französischen Weichkäse gegessen nebenher. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber ihr seht schon, wie fantastisch schön das hier gearbeitet wurde, oder? Also wirklich großartig, großartig. Also der Modelleur, Props, Hut ab, der reine Wahnsinn. Dann auch der Übergang von Hals in den Schulterbereich. Super schön gelungen. Guckt euch das an. Der Wahnsinn, oder? Die Schuppen sind der Hammer. Fallen auch absolut natürlich. Die unterschiedliche Größe. Hier hinten stehen so ein paar Schuppen richtig heraus. Auch die Unterseite vom Bein haben sie ein bisschen bearbeitet. Ne? Schön hier die Struktur zu sehen. Und was die Bemalung angeht, sie haben es innen an den Beinen weitergeführt. Hier geht es so ein bisschen, was soll ich sagen, in so ein rosa-grau über. Ja, wird es eher so rötlich-braun an der Unterseite und dann noch dieses Grau mit drauf, wirkt halt leicht rosa-farben. Aber passt, sieht gut aus. Ja, auch hier schön der Rand der Arme zu sehen, die Schuppen innen, wirklich richtige Panzerplatten, der Brustbereich schön ausgearbeitet, klasse. Auch die Krallen, ne, die Form, wie sie hier verlaufen, schön gemacht. Die Krallen hier nochmal von oben ganz nah an die Kamera gehalten. Schön auch die vorderen Krallen abgesetzt, sieht toll aus. Also richtig, richtig schön. Da kriegt ihr schon was fürs Geld, ne? Kann man nichts sagen. Wenn sie Bemalung noch dem Original angepasst hätten, wäre es umso schöner geworden. So, ne? Diese Flecken, diese paar, also die reißen es wirklich nicht raus. Es ist auch so ein Creme,
was sie vermutlich sogar von der Farbe hier verwendet haben, ne? Von den Zähnen, das seht ihr hier noch ein bisschen verteilt. Ich meine, es ist ja schön, dass sie überhaupt noch ein paar Details hier draufgekleckst haben, aber es ist halt grob. Es ist wirklich sehr, sehr grob. Und apropos Muster, ne? Ist auch so ein Ding. Hier sieht man diese weißen Flecken und hier, ja, sind einfach keine. Ne? Ja, wo sind sie denn? Ist es wirklich so ungleichmäßig? Ne? Hier vorne übrigens am Hals sieht man auch noch so dunklere Flecken. Und wenn ich das drehe, sind hier keine. Ja? Ne? Hier sind die weißen Flecken und hier sind die drei, vier dunklen Flecken. Ja, naja, okay. Ich meine, in der Natur ist nichts exakt gleichmäßig, aber im Modell kann man das doch dann ein bisschen ästhetisch festhalten. Von dem her, ne? Wo war denn bitte schön die Qualitätskontrolle? Klaro, wenn du jeden Tag zigtausend von den Viechern hier siehst, dann sieht man irgendwann wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Aber wenn du der Käufer von diesem Ding bist, dann ist es halt ärgerlich. Ne? Was soll man da sagen? Ich bin da echt nicht zufrieden. Ich sage, guckt euch immer das Produktionsbild an und wenn ihr das hier seht, das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Das Bein hier hinten, super muskulös, der Wadenbereich toll, wie die Schuppen hier rausstehen, klasse, auch unterschiedlich hoch an Schenkel, sehr schön gemacht und ist auch glaubhaft. Also ich glaube diesem Caprosuchus, dass die Beine ihn tragen konnten. Ja, gibt ja viele Modelle, da schüttelst du nur mit dem Kopf, hier haben sie schön gemacht, auch wie die Krallen hier unten, die Zehen auslaufen, auch super gemacht und die Krallen haben sie hier sogar noch grau bemalt. Ne? So sieht das Ganze dann von unten aus, ja, original wie im Fossil, diese 1 zu sehen. Okay, dann hier auch das Datum, wann die Figur hier erschienen ist. Auch hier schön die Schuppen noch zu sehen, die Schenkelpartie, klasse gemacht, echt super toll, wie die Muskeln hier durchdrücken. Klasse, ein wunderschönes Modell, ehrlich. Ja, und dann hier natürlich die über den Rücken in mehreren Reihen hochstehenden, ausladenden Schuppen. Ja, schön, wie das auch hier am Rand entlang läuft. Wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Reihen von Schuppen müsst ihr euch mal geben. Der reine Wahnsinn. Ja, auch die haben noch eine extra Struktur. Ihr seht es in den Erhebungen. Toll gemacht, oder? Also da hatte mal wieder jemand Spaß, ein geiles Modell zu machen und das ist dem Künstler auch wirklich mehr als gelungen. Hier hinten am Schwanz werden die Schuppen wieder richtig dick, richtig breit. Hier unten werden sie wieder schmäler. Schön, ne? Hier, ihr seht vor allem auch die unterschiedlichen Größen. Hier sind es richtig dicke Pflastersteindinger, so sieht es gerade aus. Dann wird es hier ein bisschen schmäler. Dann geht es hier Richtung Kloake, die man auch sehr schön groß abgebildet sieht. Ne? Nicht einfach nur ein schwarzer Sprüher, wie es Collect A immer machen. Das finde ich ja ultra peinlich. Sondern richtig schön ausgearbeitet. Das ist super. Ja? Und hier werden die Schuppenplatten dann ziemlich breit, ziemlich dick, extrem massiv. Schade, dass sie hier die Farbe sehr grob drüber gemalt haben. Das finde ich echt schade. Nicht ganz so schön, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber naja, was will ich machen? Es ist auf jeden Fall besser wie bei vielen, vielen anderen Modellen. Und ja, alleine die Details, die hier Gott sei Dank nicht verloren gehen, überzeugen dich zu 100%. Also wirklich fantastisch gemacht. Schön, wie die Schuppen hier wieder zusammenlaufen zu einer Schuppenreihe, die dann hier noch vollends bis zur Schwanzspitze verläuft. Klasse gemacht. Also eine wunderschöne Arbeit, aber Figuren stehen und fallen dann halt letztendlich auch mit der Bemalung. Da bin ich halt leider nicht ganz so glücklich. Vielleicht gucke ich mir die Viecher nochmal in den Regalen an, ob ich nicht noch ein bisschen schöneres Exemplar finde. So, dann hier nochmal das Maul öffnen. Sieht sehr spektakulär aus. Die ganze Haltung ist super. Ja, wie der Kopf so ein bisschen noch nach oben geht. Die Stellung, die Haltung absolut glaubwürdig. Ja, eine drohende oder auch angreifende Bewegung wie dieser Caprosuchus, das Wildschweinkrokodil hier festgehalten wurde. Toll, absolut toll. Und selbstverständlich kommt noch ein 360-Grad-Video. Ne? Da sieht man dann auch, wie der Bigfoot ganz schnell Reis ausnimmt, wenn das Viech hier hinterm her ist, ne? Der Wahnsinn. Das sieht gut aus, oder? Das sieht doch richtig gut aus. Passt zumindest.
Also, schönes Teil, ich bereue es nicht, bin froh, dass ich ihn endlich in meiner Sammlung habe, aber trotzdem, ich werde in den Geschäften doch nochmal gucken, ob ich vielleicht noch ein schöneres Exemplar finde, den hier habe ich mir schicken lassen. Vielleicht habt ihr ja das Unboxing angeschaut. Bin mal gespannt, wie die Figuren in den Regalen vor Ort aussehen, aber wie schon gesagt, tolles Teil, ich werde jetzt noch ein 360-Grad-Video hinten dranhängen, dann könnt ihr es euch nochmal ohne meine Hände hier anschauen. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Ich sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Video. Euer Rupi. Yay.